Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Immer noch mit dem Freddy. Hallo. Wir hatten eine kurze Aufnahmepause. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Es ist 5 nach halb. Das heißt, um 5 nach voll hören wir wieder auf. Und wir nehmen jetzt schon 4 Stunden auf. Genau genommen ist es 8 nach halb, aber okay. Dann geht meine Uhr falsch, ist ja egal. Okay, die Uhr hinter mir sagt auch 8 nach halb. Aber ich nehme die Armbanduhr, weil ich da eher drauf gucke. Wir haben ja noch ein paar Gesprächsoptionen offen. Wollt ihr mich noch etwas fragen? Ja. Wo ist Alvin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr dem Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass man mit ihr noch mehr sprechen kann. Wir sprechen uns noch. Denn sie ist auch so ein Sweetie-Queety. Kann man ihr nicht einfach was schenken? Wen? Shani. Nicht Shani. Nee, man kann ihr nichts schenken. Schade. Wir sprechen uns noch. Die ist ja noch später relevant für Quests. Ah, okay, okay. Dann verstehe ich das. Venza Hood, das werden wir heute Abend nochmal probieren. Kann ich euch bringen? Ach komm, bring mir mal ein Bier. Einen Augenblick. Ich spiele übrigens GTA. Ihr seid ja sehr redselig. Witch hat mich sauer gemacht. Oh. Manchmal. Moment, Schätzchen. Ich habe noch eine Bestellung. Okay, jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Aber sie beleidigt mich immerhin schon immer. Kalkstein, für dich sollten wir doch Ghoulblut besorgen, ne? Was führt euch hierher? Na, ah, man sagt mir. Ah. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich will. Ich brauche das Blut. Weg, 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 weg. Ja, halt's Maul. Guck mal. Oh mein Gott, da ist eine Katze. Oh mein Gott, da ist eine Katze. Sie ist so süß. Du hast auch zwei Katzen. Ab ein Spiel. Okay, die sehen in Witcher 3 deutlich besser aus, aber es ist eine Katze. Hallo. Cool. Hab ich nicht gesehen gehabt. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär drei haben. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Okay, ich möchte aber gar nicht spielen. Neuigkeiten? Noch nichts. Ach, das ist der Typ, für den wir seinen Kumpel wiederfinden sollen. Das ist fett. Fett Joe. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Ich kann wieder Faustkampf machen. Ich bin nicht interessiert. Kann ich jetzt auch gegen den richtig? Okay. Kann ich nicht, aber ich kann gegen den hier immerhin spielen. Was? Wollt ihr? Kann ich bei dem 50 Ohren setzen? Auf keinen Fall. Wollt kann ich bei dem 25 Ohren setzen? Auf keinen Fall. Wollt kann ich bei dem 20 Ohren setzen? Je mehr Geld man hat, desto schwieriger ist es, um kleine Beträge zu kämpfen. Okay, er wird nicht um 22, da habe ich keine Lust mehr. Wollt ihr ich bin nicht. Okay, schade, mit dem Fettfried kann ich, mit dem Dicken kann ich nicht boxen. Barbar, Geiger, Reisender, Kaufmann, Bauer, Reisender. Bauer, Bauer. Okay, die haben nichts Neues zu erzählen, dann gehen wir mal weiter die Hauptquest machen. Gut, dass wir gerade nicht circa 10 Minuten vertrödelt haben. Nein, so schlimm ist es nicht. 4 Minuten, das war's. Ja, ich weiß. Zwergenschmied, vielleicht ist der uns jetzt wohlgesonnter.
Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter, würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchen... Das Gespräch hatten wir schon. Könnte ich hier in der Gegend welchen begegnen? Wollt ihr mich überrumpeln oder seid ihr nur neugierig? Wie auch immer. Von mir erfahrt ihr nichts. Kein Problem. Ich möchte euch keine Schwierigkeiten machen. Sprechen wir von etwas anderem. Ja? Okay, warum sind wir denn hier? Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte entscheidend? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir drei verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwertfett haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Schwertfett? Wofür ist das, Freddy? Ich denke mal, das macht dein Schwert kurzzeitig stärker. Brauche ich das für 35 Orens? Ist nicht ganz legal, aber... Ich hab's nicht gekauft. Okay. Aber wenn, dann mag er mich vielleicht mehr, ne? Scheiß drauf für die Höhle. Diese Schmiere steigert die Qualität rostiger Waffen. Ist aus Schweinefett und noch ein paar Zutaten. Hört, ich glaube, man geht ja online vorbei, da kommt immer Typ von so Peter Kuhmann und will mich erschießen, gehe ich immer passiv mal los. Ach, du bist auf GTA Online? Leider, ja. Mit dem Hacker gestern? Ja. Leider also nicht mit dem Hacker, aber ich bin halt GTA Online. Ja, vor allem dann nach seinen billigen Ausreden von wegen er hackt nicht. Hm, ja, ist klar. So, was wollte ich jetzt machen? J. Nein, ich wollte gerade Quests gucken. Würfeln will ich gerade nicht. Last der Vergangenheit. Das mache ich gleich irgendwann. Der Ghoul-Vertrag. Dafür brauche ich noch 4 Ghule. Das Ungeheuer des Sees. Ach, ja, das war das? Okay, das kann ich abgeben. Das ist cool. Da kann ich das schon mal abgeben. Knabe? Sind das Kinder von Elfen? Wollt ihr Kranke beseitigen spielen? Was? Die Besten Knaben. Die Leute so, dass sie sich in die Hosen pissen. Die sind grün. Wenn die Besten, ja, die kleinen Kinder sind immer grün. Ich weiß nicht wieso. Ja, das sind auch krass Charaktere, die man nicht töten kann. Lehrt mich das Töten. Ja, auch schon überlegt. Die habe ich noch nie gesehen. Königlicher Jägersmann. Seid gegrüßt. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie... Heilige Melitele. Ein ertrunkener Toter. Der bringt euch 200 Orens. Macht's gut. 200 Orens erhalten. Nice. Habe ich das Ding noch? Ne, ich hab's abgegeben. Okay, schade. Was hast du 200 Orens bekommen? Für den ertrunkenen Toten. Den ich abgemurkst habe, für den Großen. Den Großen da, diesen, ja. Radier, oder? Okay. Ja, ja, ja. Okay, was muss ich jetzt machen? Irgendwas mit Abigail. Ich habe Orens Vertrauen gewonnen und jetzt zu Haren und Mikul. Geheimnisse der Hexer. Ich hatte Glück und fand diese Spuren eines Mannes. Ich sollte mit den bekannten Bewohnern des Umlandes reden. Alter, ich hab mit fast jedem geredet. Ach ja, dafür sollte ich das Buch lesen. Hab ich das gelesen? Ja, ne? Stimmt. Das über die Kräuter? Ja, weiße Myrte. Okay, gut. Das hatte ich schon mal vergessen, dass ich das machen sollte. Gut, dass ich nochmal nachgelesen habe. Das Leben in der Armee ist hart. Genau, du musst rumstehen und warten. Das Leben als Hexer ist viel einfacher. Ach, das Nieswurz, okay. Wie viel weiße Myrte brauche ich für... Oh, Nuggets!
Wie viel weiße Myrte brauche ich für den? 5, okay. Für die. Den. Für den Quest. Was ist die Quest? Ich weiß, ich sag auch die Quest, aber irgendwelche Idioten sagen den Quest. Warum? Ich weiß nicht, warum man den Quest sagt. Das heißt die Quest. Der Quest, das hört sich doch richtig dumm an. Ja. Lass mal der Quest machen. Nein, lass mal die Quest machen. What the fuck? Oder lass mal saggen. Saggen. Ja, saggen. Ich hab gerade ins Innere von Geralds Schädel geguckt, das war ekelhaft. Nee, das war geil. Ach, da bist du. Was wollt ihr? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Okay. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Spuckt in das Richtig Hunger. Den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Wie lange braucht ihr dafür? Aktualisiert, vom Monstermenschen. Die Hexe versprach, den Trank zu bauen. Ich sollte was? Kommt später wieder, ich habe zu tun. Okay, später. Wann ist denn später? Später. Okay, es ist gerade morgens. Soll ich so lange zu der Gruft gehen? Ich komme über diesen Weg aber auch zu Mikul. Ist in der Gruft was Interessantes? Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, da musst du später sowieso noch rein. Bin mir aber nicht sicher. Ich erforsche einfach mal alles und sammle noch ein bisschen weiße Myrte. Ach, da steht Schöllkraut, was ich nicht mehr aufnehmen kann. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu diesem Spasti hier. Ne. Übrigens, ich bin jetzt schon 12 Tage im Voraus produzieren oder so. Ja. Das Spiel macht einfach viel zu viel Spaß. Das ist schon der 6. Part, den wir heute aufnehmen. So viel schon? Ja. Gar nicht mitbekommen. Ja, doch, müsste der 6. sein. Muss kurz eine Nachricht lesen. Eine wichtige Nachricht? Ja. Affe. Das neue WhatsApp ist überhaupt nicht für das Handy hier ausgelegt, Alter. Nein, WhatsApp ist richtig zum Kotzen, Alter. Ich habe erst gefragt, was das für eine komische App da ist, die sich ja plötzlich öffnet. Und was ist WhatsApp? Ja, irgendwie war das seltsam. Ich hatte es seit heute, seit wann gibt's das? Ein bisschen länger. Okay. Ich weiß auch nicht genau wie lang. Ich hab's heute zum ersten Mal gesehen. Also ich hab's heute runtergeladen. Obwohl ich es gar nicht runtergeladen habe, sondern es sich selbst runtergeladen hat. Fass. Gold. Oder halt wie man es auch nennt. Herzogswasser. Quecksilber. Oh, Quecksilberlösung ist gefährlich. Und Feuerstein. Und ein Toter bei Tisch. Warum sind überall Tote? Ja, Sachen passieren. Shit happens. Holztruhe. Oh, 4. Läuft. Päckchen. Nochmal 6. Tür mit Ö, Entschuldigung, nicht so mit O, sondern so mit Ö. Verschlossene Tür.
Feuersteller, da könnte ich nisten hier. Hier, Berbenrohr. Da war Niesfurz noch ein bisschen. Scheiße, die Welt ist ein bisschen größer als das hier. Die was? Die Welt ist ein bisschen größer als das hier. Ach, Mikul ist eine Wache, oder was? Ja. Okay. Magst du Mikul nicht? Weiß ich noch nicht. Mikul steht in der Mitte. Total unauffällig. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quadrantine. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. So was weiß der Kommandeur, ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ich zeige ihm meinen Handschuh. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Hm. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Na, von dem kriegen wir eine Quest, cool. Von wem? Der Geist. Von diesem Mira Mixmul. Mikul. Ja, genau. Ich muss ihn noch ein paar Sachen fragen. Wo kann ich diese Ghule finden? In der Nähe des Gasthauses. Da ist so ein Hügel und so ein Eingang. Lebt wohl. Nein, sag nicht immer gleich wieder Tschüss! Der Geist... Das ist auch so richtig. Wenn so 1000 Dialogaktionen sind, dann sagt bei jedem einfach, okay, bis dann. Und dann musst du einfach jedes Mal wieder ihn anklicken. Vor allem kriegst du schon, wenn die gerade schlafen, und dann legen sie sich jedes Mal wieder ans Bett, bevor sie wieder ansprechen kannst. Könnte der Geist... Danke. Der ist schlau. Was? Du hast gerade mitten in den Dialog reingequatscht. Ist mir egal. Der Geistliche. Okay, gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe. Massenweise. Die Toten. Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre. Ganz ruhig, Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan! Soltan, sagt ihr? Der Geistliche sagt... Ich... Keine... Ganz... Der Geist... So, so. Ihr habt also eure Würfel verbrannt. Ich glaube, ihr lügt. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Soltan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei.
Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Nee, ich will jetzt nicht mit dem spielen. Was spielen? Ja, Poker hier. Wieso nicht? Nicht jetzt. Würfelpoker ist gut. Was? Würfelpoker ist gut. Nee, wenn der Gegner Full House bekommt. Würfelpoker ist gut. Achso, okay, du bist schon wieder am Weinen. Sag doch gleich, dass du schon wieder am Weinen bist. Wieso? Ja, wegen dem Würfelpoker. Das war nicht witzig, Freddy. War's doch nicht. Nein. Überhaupt nicht. Ein Stück. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Quest für den machen, die Ghule in der Höhle zu erschlagen. Und die machen wir jetzt gleich, weil ich Ghulblut brauche und es gerade mal Mittag ist. Und Mittag ist gut, weil ich dann vielleicht noch ein bisschen Zeit habe, bis ich zur Mühle das nächste Mal gucke. Ich hasse Tauben. Das ist übrigens schon 20 Minuten jetzt aufgenommen wieder. Ich weiß. Hab schon auf Uhr geguckt eben gerade. Ich auch. Da kommt jemand. Ein Reisender, okay. Mit unwichtigen Nebencharakteren spreche ich nicht. Doch, sprichst du, ich spreche nicht mit denen. Ich wollte gerade sagen, wenn es wenigstens stimmen würde. Feuerstelle, die brauche ich nicht. Ich sammle hier auch alles ein, Alter. Ich habe schon so viel Zeug jetzt eingesammelt. Ich wette, der Alchemiebeutel ist bald voll, Alter. Gut, dass man davon so viel tragen kann, Alter. Nieswurz. Kann man das Lager zufällig noch vergrößern? Das wird bestimmt nicht für mich reichen. Weiß ich nicht. Warum hängt da ein Blitz in der Luft? Weiß ich nicht. So ein blaues Dings? Ja. Das ist ein Ort der Macht. Ah, ich sehe schon. Medaillon des Hexers. Tipp, stelle das Medaillon so ein, dass es Ungeheuer oder Magie in der Nähe entdeckt. Wenn es darauf eingestellt ist, Magie zu entdecken, vibriert das Medaillon in der Nähe von Orten der Macht. Um das Medaillon anzustellen, meditiere und öffne das Inventar. Dann wähle zwischen Magie oder Ungeheuern. Was kann man mit Orten der Macht machen? Die verstärken, glaube ich, dein Zeichen da. Benutze ich eh nicht. Ich benutze den Ort der Macht gleich mal. Feuerstelle. Wo hier alle 2 Meter eine Feuerstelle ist. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Keine Ahnung. Ritual der Magie durchführen? Nichts. Ritual der Magie durchführen. Erfahrung. Charakterstufe 7. Erfahrungspunkte 28.184. Okay, ich habe keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Ich wusste nicht mal, dass man das mit der überhaupt einstellen konnte. Was zur Hölle? Stand da. Hat schon Gutes, zwischendurch mal alles durchzulesen. Grufteingang. Hallo, Gruft. Ich wüsste aber auch nicht, warum man das... Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Da liegt einfach eine Frau, die sieht genauso aus wie Vesna. Dunkle Bereiche. Tipp, in dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Okay. Mädchenleiche. Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Es scheint, als ob der Inhalt der kleinen Flasche daneben ihre Todesache ist. Ich glaube, der Ghule macht mich kalt, wenn ich die Flasche in der Hand behalte. Der Ghul ist hingeschieden. Die Glasfiole jetzt aufgesammelt? Ja.
Also viel heller machen die Fackeln das jetzt auch nicht, ne? Ja, aber die Katze ist halt sehr hilfreich da, der Trank. Finde ich, also. Wird ja erst dunkel in der Höhle drin, ein bisschen später, ja. Okay, jetzt habe ich ein Problemchen. Was? Ich bin mitten in der Höhle und ich kämpfe gerade gegen zwei Ghule. Ja und? Also brauchst du es nicht, aber es wäre halt hilfreich, fand ich. Ich sehe aber nichts. Ja, du musst einfach nur die Ghule anklicken, das ist kein Problem. Oh mein Gott, es ist so dunkel. So, ne? Kann ich die Fackel nicht einfach irgendwo hinwerfen, um weiter zu kämpfen? Ghoul, hinter der Wand ist ein Ghoul, okay. Kreis des inneren Feuers. Drei Ghoule, ernsthaft? Im Inneren der Gruft. Dann nehmen wir doch mal eine Schwalbe. Dann gehen wir nochmal aufs Inventar. Dann nehmen wir mal... eventuell speichern sollen, bevor ich in die Gruft reingegangen bin. Wieso? Weil du stirbst? Ja, ein bisschen. Oder speichert man zufällig automatisch, wenn man in die Gruft reingeht? Manchmal geht, oder speichert man, wenn man in welche Dings reingeht, aber ich weiß nicht, wie genau das ist. Okay, alle tot. Boah, das war aber nicht unknapp, Alter. Hätte ich Schwalbe nicht genommen, wäre ich ein bisschen tot. Bei mir ging das eigentlich voll mit den Ghoulen, hatte ich gar kein Problem mit. Bin mir fast verreckt. Warum ist meine Fackel ausgegangen? Weiß ich nicht. Kreis des inneren Feuers. Da kriege ich jetzt bestimmt diese nächste Fähigkeit, ne? Ja. Zeichen Igni. Ihr habt das Zeichen Igni erlernt. Das Zeichen Igni kann verwendet werden, um Gegnern Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt das Zeichen an der linken Bildschirmseite, rechtsklick auf das Zeichen, um den Zauber zu wirken. Ich tippe mal, das ist gut gegen Ghule. Weiß ich nicht. Kannst du in dein Bestarium gucken oder bist in dem Dings da. Betreten Korridor. Ja, wie komme ich da durch? Muss ich hier Art einsetzen? Nee. Gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man da weiterkommt. Ich bin einfach nicht reingegangen. Ich dachte einfach so, okay. Art funktioniert nicht. Okay. Das ist sehr seltsam. Weil dahinter geht's ja weiter. Ort der Macht. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Hat man die Quest denn jetzt abgeschlossen oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, hast du sie bestanden oder nicht? Ja, also wenn die alle Ghoul tot sind, schon. Ja, aber dahinter steht ja noch einer.
Wo? Hinter dieser Wand. Mir stand da keiner. Wenn du die Wand nicht mit Art wegsprengen kannst, dann ist das keiner. Also dann weiß ich nicht, was du. Ich habe jetzt nur so ein Ritual der Macht durchgeführt. Vielleicht kann man dann ja, wenn man das gerade durchgeführt hat, das Ding richtig hart wegknüppeln. Zeichenintensität erhöht um 100%. Ja. Dann machen wir den zweiten Ort der Macht auch noch an. Da unten war irgendwie so eine Art Lebensbalken, glaube ich. Ich weiß aber nicht, was es ist. Gibt es einen Trank, der schneller regeneriert? Was regeneriert? Ja, hier weil, Zauberzeug und so. Ja, ich glaube... Waldkauz? Waldkauz-Trank. Ausdauer? Ja, möchte ich aber nicht einsetzen. Okay. Ich glaube nicht, dass es das bringt. Okay, ich gehe jetzt wieder raus und gehe. Na, wir haben es schon abends. Dann gehe ich mal langsam zu dem gewissen Gebiet hier zu der Mühle. Dem gewissen Gebiet? Ja, mir fällt der Name von der Mühle erst nicht ein. Also Mühle fiel mir erst nicht ein. Wir könnten jetzt zwischendurch noch bei Abigails Haus vorbeigucken. Kopfschmerzen, Alter. Und wieder? Ja. Immer Kopfschmerzen. Der Part ist jetzt eigentlich auch vorbei. Das heißt, wir reden jetzt nochmal kurz mit Abigail und dann beenden wir den Part. Ich denke nicht, dass sie schon fertig ist. Was wollt ihr? Oh doch, vielleicht schon. Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Gut. Und nachdem wir das erfahren haben, hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.